Hallo zusammen, heute geht es um kleine Kompressorkühlschränke. Und zwar bauen wir ja nicht nur größere Sachen, auch kleinere Sachen. Und zwar habe ich hier zum Beispiel das Kühlaggregat eines kleinen Kühlschrankes. Der Inhalt vom Kühlschrank ist 10 cm rund groß und die Höhe ist etwa 25 cm und außen mit der Isolation ist dieser Kühlschrank 20 mal 20 mal 35 cm und dann kommt die ganze Technik und hier unten sitzt ein Aspenkompressor. Das ist so ein ganzer kleiner Kompressor, der unten drin sitzt, ist jetzt noch nicht eingelötet. Und der Wärmetauscher, der ist an sich schon fast überdimensioniert. Aber wir haben hier Anforderungsprofil, dass einfach genügend Leistung da ist. Aber es ist wirklich klein. So ein normaler Bootskühlschrank, der hat so ein BD35 drin. Das ist das Teil hier. Das wiegt ja immerhin satte 8 Kilo. Und der momentan kleinste Kompressor von Seccob, das ist der 1,4er. Und das wäre dann zum Beispiel ein Aggregat dazu mit einem Drahtrohrverflüssiger. Hier kommt noch ein kleiner Ventilator rein mit einem Durchmesser von 80 x 80 mm. Und diesen Kompressor, den habe ich aufgeschnitten. Das war einer der ersten und hier, das ist der Inhalt aus diesem Kompressor. Der ist hier dann auf der Seite eingesteckt. Und dieser Kompressor habe ich schon mal ein bisschen gelockert. Wir haben hier oben, ich weiß nicht, ob man es dann sieht genau, das ist der obere Anschlagbolzen. Unten sitzt er in Federn drin und oben hat es solch einen Bolzen im Gehäuse und der sitzt so drin, dass er nicht wegfliegen kann auf dem Transport, weil der ist transportstabil und dann schlägt das hier mit diesem Gummi hier links und rechts an. Normalerweise steht er in der Mitte, aber eben, dass er Schläge absorbieren kann, ist diese Halterung. Das hier ist das Druckrohr. Da kommt also der Druck um diese Schraube her, rum, geht durch dieses Rohr, das ist wirklich, ich habe sie abgesägt, das ist wirklich nicht groß, aber diese Biegung, die hat Taktik, dass ich, das ist ja fest am Außengehäuse, wenn sich der Kompressor bewegt, dass sich das ganze Rohr mitbewegen kann. Das hier ist der Ansaug, der ist aus Kunststoff, hier ein bisschen dreckig. Hier geht das Gas rein, das heißt, der ganze Kompressor, oben geht das Gas rein, einer ist der Messanschluss, einer ist der Sauganschluss. Dann geht das ins Gehäuse und im Gehäuse wird hier angesaugt und geht über das, eben, das ist ein Eingangsmöffler wegen den Pulsationen, dass der Kompressor ruhiger wird. Und das sitzt hier auf dem Zylinderkopf. Schrauben brauchen wir nicht. Das sitzt hier so drin. Und hier gehen wir auf die Ventilplatte. So ist die Ventilplatte drauf. Wir haben hier dann Saugventil. Ihr seht meine dicken Wurstfinger, wie groß das ist. Wir reden hier von kleinen Kubik-Hubraum. Und hier ist dann das Druckventil. Also hier im Loch drin ist der Ausgang. Und hier sind wir draußen. Und das geht dann über dieses Rohr weg. Hier unten habe ich noch die Halterung von den Füßen. Also hier stehen vier Federn. Also die vier und die vier. Und diese Halterung kann man wegschrauben und den ganzen Rotor rausnehmen. Also hier der Starttor, der ist gewickelt.
Der Anschluss vom Stator, außen dann ein gleicher Steckarmgehäuse. Und hier ist der Rotor. Ist noch ein bisschen ölig, das Zeug, alles. Und ihr seht hier oben, der Kolben, der geht dann, der läuft mit 3000 Umdrehungen rauf und runter. Und ihr seht hier den Hubraum. Ob man es richtig sieht, kann ich nicht beurteilen. Der Kolben ist jetzt ganz unten und kommt wieder hoch. Und dieser Hubraum ist jetzt 1,4 Kubik. Also nicht 1,4 Liter, wie ein kleines Auto hat, sondern nochmals 1000 mal kleiner. Wie ein kleiner Automotor. Ja. Seco bringt jetzt noch einen kleineren Kompressor, der aber infolge der höheren Drehzahl viel mehr Leistung hat. Und der ist absolut leicht. Da besteht hier drin alles aus Kunststoff. Wirklich alles. Druckleitung aus Kunststoff, Zylinderkopf, hier das Alu-Spritzgussgehäuse ist aus Kunststoff. So ein bisschen Kupferwicklung wird schon noch drin sein, aber das Gussteil hier besteht aus Kunststoff. Das ist fast das Schwerste am Motor neben diesem. Nee, der ist wesentlich schwerer. Ja. Der Kompressor kommt, den werde ich wahrscheinlich dann irgendwann auch zerlegen. Euch vorstellen, sobald ich so einen Kompressor bekomme, melde ich mich, stelle ihn vor. Ich habe ihn schon mal hier vorgestellt in diesem Video. Und somit wünsche ich euch einen schönen Tag.